Es ist sicherlich richtig, dass sich die Politik und auch die Europäische Kommission mit dem Problem makroökonomischer Ungleichgewichte beschäftigt. Schließlich haben diese Ungleichgewichte vor der Krise dazu geführt, dass in einigen Ländern Europas dauerhaft mehr konsumiert als produziert werden konnte. Und daraus den Schluss abzuleiten, die deutschen Exporte oder gar die deutsche Exportstärke wären für diese makroökonomischen Ungleichgewichte verantwortlich, würde der falsche Rückschluss sein, und es würde auch so ein bisschen über die zum Teil gravierenden wirtschaftlichen Probleme in diesen Ländern hinwegtäuschen. Und zudem wird auch der Abfluss deutscher Ersparnisse in der eigentlichen Debatte nur wenig thematisiert. Gerade der Abfluss deutscher Ersparnisse über die Geschäftsbanken. Und dieser Aspekt wird gerade auch aus Gründen der Komplexität in der Debatte oftmals verschwiegen. Um die Binnennachfrage zu stärken, stehen der Politik verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Die Binnennachfrage ergibt sich durch die Summe privaten und öffentlichen Konsums sowie der Inlandsinvestitionen. Das heißt, zum einen könnte die Politik versuchen, beispielsweise die privaten Konsumausgaben zu erhöhen, indem sie etwa das verfügbare Einkommen erhöht. Hier könnte die Politik allerdings nur auf die Nettoeinkommen Einfluss nehmen und nicht auf die Bruttoeinkommen, insbesondere im mittleren und oberen Einkommensbereich. Zum anderen aber könnte auch die Politik versuchen, die Binnennachfrage anzukurbeln, indem die Politik für ein gutes Investitionsklima sorgt. Das würde wiederum auch Inlandsinvestitionen anziehen. Lohnerhöhungen zielen grundsätzlich auf die Erhöhung des verfügbaren Einkommens ab. Es ist jedoch nicht klar, ob die Menschen in der Tat auch mehr konsumieren würden, wenn sie mehr Geld zur Verfügung hätten. So sind wir zum Beispiel nicht sicher, was würde passieren, wenn die Menschen mehr verdienen. Sie könnten zum einen eben mehr konsumieren, aber auch mehr sparen. Ganz vereinfacht ausgedrückt wäre auch folgendes Szenario möglich. Die Menschen verdienen mehr Geld, sie bringen dieses Geld zur Bank und die Bank legt es dort an, wo bessere Renditen erwartet werden. So könnte eine Lohnerhöhung oder eine Maßnahme wie Lohnerhöhung dazu führen, dass letztendlich die Investitionen im Ausland dann erhöht werden, statt dass eine Stärkung der Binnennachfrage hervorgerufen wird. Es ist sicherlich unumstritten, dass in einigen Teilen und Regionen, Kommunen Deutschlands zum Teil erheblicher Nachholbedarf bei Investitionen, im Besonderen auch öffentlichen Infrastrukturinvestitionen herrscht. Daraus sollte jedoch nicht der Schluss entstehen, dass in Deutschland per se massiv investiert werden müsse oder dass die Politik in Deutschland ein massives Investitionsprogramm auflegen müsse. Und es ist natürlich auch so, dass gerade in Deutschland, wo man eine alternde Gesellschaft hat, dass es da wirtschaftlich sinnvoll sein kann, dass ein Großteil der Ersparnisse ins Ausland fließt, weil aufgrund des demografischen Wandels davon auszugehen ist, dass sich viele Volkswirtschaften im Ausland in der Zukunft wesentlich dynamischer entwickeln werden als die deutsche, was natürlich dann auch zu höheren Renditen führen kann. Fakt ist, die deutsche Exportstärke schadet anderen europäischen Ländern nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Durch mehr innereuropäischen Handel wird Wissen transportiert, es werden Investitionen transportiert, damit einhergeht in der Regel auch der Aufbau von Beschäftigung. Und damit diese Effekte stärker zum Tragen kommen, sollte der europäische Binnenmarkt gestärkt werden. Vor allem sollte die Politik darauf achten oder Wert darauf legen, dass zum Beispiel der Bereich der Dienstleistungen in Europa harmonisiert wird, und es sollte eine Verbesserung bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen, von Studienabschlüssen geschehen. Wenn man das schafft, dann würde man tatsächlich auf dem richtigen Weg hin zu mehr wirtschaftlicher Konvergenz in Europa kommen, und der ist ohne Handel nicht möglich.